Marco Müller, ein sehr deutliches Resultat. Es ist fast schon ein bisschen zum Schaulaufen geworden. Vor allem auch für Sie denn im letzten Drittel mit diesen drei Goals. Wie war es auf dem Eis? Ja, ich muss sagen, es war eine super Teamleistung. Über 60 Minuten ist genau das, was wir uns vorgenommen haben. Die letzten zwei Mal vor der Pause haben wir im letzten Spiel aber nicht mehr ganz unsere Linie durchziehen. Jetzt haben wir gesagt, dass wir wirklich da den Fokus auf 60 Minuten legen. Und ja, ich meine, ich denke, das ist uns dann gut gelungen. Aber wie gesagt, sehr gute Teamleistung. Ja. Was kann man denn überhaupt aus so einem Match mitnehmen, wo wir so deutlich überlegen waren? Ja, ich meine, vieles. Ich meine, sie halten sich zum Teil auch gut in der Liga. Darum, ja, jeder Match ist hart. Wir wollten uns auf uns fokussieren. Wir haben in der letzten Zeit ein zu viel Up and Downs in unserem Spiel. Wir haben uns für heute wirklich vorgenommen, dass wir das über 60 Minuten die Up and Downs vielleicht ein bisschen höher behalten und ab auch noch höher. Dass einfach so die Balance ein bisschen besser ist. Und wie gesagt, für uns ist das sehr ein wichtiger Test jetzt da kurz vor der Pause. Und es ist gut aufgegangen. Ja. Jetzt kommt die Nationalmannschaftspause, die Olympiapause. Wie sieht jetzt Ihr Programm konkret aus? Ja, ich bin ehrlich, ich habe nicht so viel geplant bis jetzt. Ich nehme es, wie es kommt, mal durchschnaufen, den Kopf lüften und dann sehr hart trainieren. Wirklich, es gibt noch eine lange Saison, von dem her wirklich top vorbereiten. Ich bin gerade froh, jetzt bin ich noch ein bisschen verletzt gewesen vorher. Kann ich das für einen guten Aufbau nutzen? Ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht ganz bei 100%, was gewisse Sachen anbelangt, die ich jetzt noch ein bisschen daran arbeiten kann. Von dem her tipptopp. Schöne Freitag, Tempo. Merci.